Hallo nach langer Zeit zu einer Folge von, wie soll man es anders sagen als, Simutrans, Europa Let's Play. Eins, Warschau oder Dresden, Berlin, Hamburg. Mit unserer Trambahnstrecke. Man braucht auch kein Dresden-Dorf. Das ausgemustert. Bristol, Plymouth. Ja. Glasgow, Inverness. Naja. Aufgabenliste habe ich gerade ausnahmsweise mal nicht parat liegen. Naja. Das hätte ich da jetzt geguckt, aber eins war, man sollte hier oben eine Stadt gründen. Das ist wenig als für Grünland, also ich will ja nichts sagen. Fjaroabyggu. Und der Stadt habe ich nichts gehört. Naja. Ich werde jetzt hier mal ein kleines Busnetz auf Island schaffen. Aber nur mit einer Linie würde ich vorschlagen. Oder ja, behalten wir es bei mit zwei Linien. Ich weiß nicht, ob das hier so Gewinn machen würde. Also Fjaroabyggu. Rathaus. Akurey. Rathaus. Ich weiß gar nicht, ob ich die aktuellste Version von Pack 64 habe. Ich habe nur immer Pack 128 und Pack 192 die immer abgegradet, aber Pack 64, ich weiß gar nicht, gibt es da Updates? Egal. So, das Depot passt am besten hier bei Akurey. Ich glaube, ich spreche das richtig aus. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ja, zwei Pferde gespannt. Nee. So. Also einmal Bus auf neue Linie. Akurey. Danke. So. Akurey. Habe ich richtig geschrieben, oder? Nee, Akurey. Mit R, nicht mit zwei. Akurey. Nach. Fja. Ro. A. Bügo. Mhm. Starten. Da bitte auch mal. Akurey. Island 1, Island 2, so. Neue Linie. Akureyri nach Reykjavik. Das kann man noch aussprechen, weil man es einfach öfter hört. Wo? Ypsilon. Reykjavik. Start. Habe ich schon Schifflinien gebaut? Oder? Nein, ich hatte mal welche. Was habe ich denn hier? Rom für lustiges Depot. Schiffsdepot, ne? Brauche ich doch nicht mehr. Das hat doch bestimmt Massen an Unterhalt gekostet. Also würde ich sagen, von schlag mich tot. Hier gibt es jetzt neues Schiffsdepot. Oh, hier muss ich einmal angleichen, aber ich habe ja Geld. Oder brauche ich das oder kann ich den hier hinbauen? Alter Trick. So. Also Fjaroabyggu Hafen. Ganz alter Trick.
Mache ich den Trick auch mal. Geld habe ich ja, also ist nicht das Problem, aber also von Tochshafen danach Stornoway. Von Stornoway dann aufs britische Netz. Hier arbeite ich mal nicht mit dem Trick zur Abwechslung. Aber auch ganz legal. Hier vorne eine Bushaltestelle. Dann ist das Stornoway Hafen. Und hier haben wir auch Tochshafen. Einsland Hafen, sondern Hafen. So, und dann haben wir billigste Schiff hoffentlich. 52 Sackboss. Aber die wohl erstmal nicht mit Post. 96 Post kann er speichern. Gut. Helfen können also auch Posten speichern. So. Dampfer plus 28. Ah, so gefällt es mir. 3,28. Ja, muss ich wohl nehmen. Glasgow. Ja, toll. Glasgow in Venezuela. So, neue Linie erstellen. Ach Gott. Ich nenne das einfach mal. Island. Ja. Sie müssen die Färöerinseln sein. Shetlandinseln. Ja. Schiff Island. So. Ich nenne es trotzdem mal nur Schiff Island. Also dann fahr du mal los. Von Stornoway. Ich hoffe, die Brücken sind hier schon lange genug. Ja, sogar die kleinen Brücken. Toll. So stelle ich mir das vor. Es war teuer am Anfang Straßen zu platzieren, aber naja. So, dann haben wir wieder eine neue Linie. Also Berlin-Dorf kann gelöscht werden. Dresden-Dorf kann auch bald gelöscht werden. So. Ich gehe gleich mal auf Optimierungstour. So. Stornoway Hafen. Dann. Neue Linie, so, das wollte ich. Inverness nach Stornoway. Inverness. Ach so. Inverness Stornoway. Hier oben müsste wohl auch dann. Irgendwo ein Depot liegen. Hier bei Bristol. Oder sogar in Bristol. Ah, das machen wir wieder weg. Das ist ganz suboptimal. Machen wir es doch gleich hier. Bei Inverness. Ah, nehmen wir hier Inverness Stornoway. Diesmal erst Post und dann Passagiere. Aber ruhig hintereinander fahren. Hab ich nichts dagegen. So. 0-0. Ist klar. Würde ich sagen, die nächste geht dann von so einer Schiffslinie wieder. Aus von Bergen. Bergen Hafen. Also.
Ja. Schiff. Schottland. So, dann in Lerwick. Oder Lerwick. Wie immer man es nennen will. Toll. Ja, muss ich mit dem Trick was hier arbeiten? Ist ja gar keine andere Möglichkeit. Außer ich würde den Hafen verlegen, was auch teuer wäre. Habe ich keine Lust. So, Lerwick Rathaus. Neue Linie. Lerwick Transfer. Werden. Ach, Stopp verlegen geht auch. Ja. Markierung kostet 100, das würde ich sehen, aber ja. Ich baue sie immer noch. Auch wenn sie vielleicht nicht profitabel sein sollten. So. Ich mache die Pause raus. So. Lerwick Transfer. Start. So, dann kann ich Dresdendorf löschen. Und dann verfolge ich mal die S-Bahn. Linie 1 natürlich. Nächste Station ist Hamburg. Das ist toll. Hamburg, Berlin, Dresden. Da können sie auch in Wirklichkeit existieren. Das ist dann eher ein ICE. Was haben wir hier eigentlich? 40. Schau. Wie ist hier wirklich alles überfüllt? Ich bräuchte bald einen zweiten Zug, wenn es so weitergeht, aber ich warte lieber nochmal. Fährst jetzt bitte mal nach Dresden Hauptbahnhof in Richtung Dresden Rathaus. Das ist nämlich schon länger mal fertig. So, schon voll. 72 Sack Post. Gott. Jetzt hier was, weil da so viele von Dresden nach Warschau wollen. Haben wir jetzt nach Dresden Warschau. Ich muss mal auf die nicht profitablen Linien mal angucken. Also Züge machen beide Gewinn. Vor allem die hier. Ist ja alles überfüllt. Istanbul. Das ist ja richtig lang. Das ist der schnellste Weg nach Bukarest. Solche langen Linien kann man nicht als Buslinie fahren lassen. Was machst du denn da? Die Leute Kiew, Bukarest, Istanbul, Bukarest, Kiew. Schon immer, ne? Kiew, Bukarest, Istanbul. So schön nach Kiew wieder fahren, ne? Jetzt machen wir jetzt mal nicht. Wir fahren jetzt mal nach Bukarest. Hier noch ein paar leckere Leute. Ja, natürlich.
Also die Linie hier. Budapest-Bukarest. Schon zu hoch Niveau. Wo sind alle auf? Nee. Kutschen halt alle auf. Kannst ja auch nur 18 fahren. 4 km mehr kannst du fahren. Das ist auch nicht so viel. Also Budapest-Bukarest muss ich mir mal gucken. Passt denn Bus, wenn da keine 50 reinpassen dann. Okay. Aber ich tue noch eine Kutsche drauf. Hier ist ja alles überfüllt. Das ist ja grausam. Also, wir fangen mal an. Ajaccio Cagliari. Cagliari. So. Amsterdam, Hamburg. Dann kommt 2 drauf, würde ich sagen. Fahrgastzahlen lassen schon irgendwie nach, ne? Die X-Linie nach Königsberg. X-Linie nach Kopenhagen. Von ganz viele Königsberg Liga. Aber Busniveau ist das Ding hier nicht. Kommt da jetzt ein Bus drauf. Ich denke, das sollte sich da orientieren. Da ist schon seit längerem was los. Jetzt einen Bus da drauf zu setzen, ist, denke ich, nicht falsch. So. Ecurey, Reykjavik, Amsterdam, Hamburg. Ja, habe ich schon. Amsterdam, Luxemburg. Oh, da macht die Pferdekutsche nicht so viel gewinnen. Die Postkutsche. Ankara, Istanbul. Das macht dagegen hier. Ist derzeit eher Postkutschenniveau. Hier vorne ist das Depot. Nicht mehr Postkutschenniveau. Nein, nicht neue Linie. Und dann Ankara, Istanbul. Aber wenn wir schon mal dabei sind, eine neue Linie zu erstellen, ich erstelle einfach mal die neue Linie jetzt. Linie ändern. Wird jetzt hier der Süden Italiens und Reykjavik und Schiffslinien und naja. Diese Folge ist der Anschlussfolge. Neapel, Taranto, Reggio und Palermo. Dann ist das hier Neapel, Rom. Neapel, Taranto. Ich versuche das hier zu alphabetisieren. Reggio, Taranto. Palermo, Reggio. Nee, ich hätte kein kleines A. Sind ja zufällig alle hintereinander, ne? Ganz zufällig. Das ist wirklich zufällig, also. Respekt.
Hoffentlich ist es dann näher. Man sagen, dass hier auf Cagliari. Cagliari oder Cagliari? Ich glaube Cagliari. Egal. Neapel, Rom. Neapel, Taranto. Palermo, Reggio. Und Reggio, Taranto. Reggio, Taranto. Palermo, Reggio. Neapel, Rom. Und Neapel, Taranto. Danach weiß ich dieses Typ wohl mal voll. Komplett unnötig ist. Screenshot. So viele Fahrzeuge auf einmal hat man jetzt nicht alle Tage. Hätten wir hier Neapel, Rathaus, Taranto. Vielleicht soll ich mal einen Übersetzer benutzen und damit Rathaus in den Landessprachen nehmen. Rathaus! Ja, toll. Ich will aber kein Rathaus, sondern ein Rathaus. Ganz normal Rathaus, nicht Rathaus. So, Rathaus und auch in Palermo. Hoffen die nicht mehr lange dauern, bis ich endlich mal hier Häuser bilden hier. Paris, noch eins, Zürich. Wie sieht es mit dem Wachstum auf Zürich? Das merkt man. Aufsteigend? Gar kein. Super. So. Wien. Also Wien. Wien, Zürich. Also erstmal noch ein. Und ein Bus. So eine Pferdekutsche und ein Bus. So eine Postkutsche. Diesen Bus verfolgen wir jetzt mal. Das sieht so gedrungen aus. So ist schon. Nicht schön, aber schön. Oh, da geht's ja nach Zürich. Dann nach Wien rüber. Das ist so eine lange Linie. Okay, da kann ich. Kann ich mir zwei Busse gönnen. Echt, da gibt es eigentlich halt ständig nicht mehr Höchstchen. Außerhalb von Großbritannien. Stornoway Hafen sollten hoffentlich ein paar auf die Schiffe warten. Ja, Löwig, Pochshaven. Achso, ja. Das Bergen anschließend. Duschen immer auf die Zeit gucken. Ja, das war's für die Folge.